Freunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Und wie ihr am Titel schon sehen könnt, ja, es ist ein Vlog, der mich seit einigen Tagen beschäftigt, beziehungsweise das Thema, um das es in diesem Vlog gehen soll, beschäftigt mich seit einigen Tagen. Also nicht direkt, dass es mich 24 Stunden beschäftigt, aber ich, ja, man sieht ja schon am Titel, es soll so ein bisschen um das Gemecker und die Unzufriedenheit auf YouTube, insbesondere auf BookTube sein. Und ja, da möchte ich einfach mal meinen gedankenfreien Lauf lassen. Und es ist so, dass es meine Gedanken sind, meine Gefühle sind. Ich möchte hier niemanden angreifen. Wer sich angegriffen fühlt, da ist es halt so, auch immer gern. Ist aber nicht Ziel des Ganzen, sondern ich möchte einfach mal meine Gedanken zum Austausch stellen und hätte gerne auch eure Gedanken gehört, gelesen, wie auch immer. Egal, ob ihr selbst BookTuber, YouTuber seid oder ob ihr Blogger seid oder ich sag mal Zuschauer oder wie auch immer, egal in welcher Position ihr euch selbst seht, ich möchte auch einfach mal hören, was ihr so zu meinen Gedanken sagt. Und ich frage mich nämlich manchmal, ob ich allein so denke. Und also ich weiß, dass ich nicht ganz allein mit meinen Gedanken bin, aber doch oftmals denke ich, was ist hier eigentlich los? Mal so von vorne angefangen. Ist es vielleicht manchen aufgefallen, dass es in den letzten Wochen, ja, es geht jetzt schon einige Wochen, zu unglaublichen Unstimmigkeiten und Unzufriedenheiten auf BookTube gekommen ist. Und ich grenze jetzt einfach mal BookTube ein, weil ich mich selbst mehr oder weniger dieser Szene zugeordnet fühle. Und dementsprechend, ja, kann ich jetzt natürlich nur da herausreden. Und ja, es gab unterschiedlichste Videos, auf die ich mehr oder weniger aufmerksam wurde, beziehungsweise die auch in gewissen Gruppen diskutiert wurden, egal ob dann auf Facebook oder irgendwelchen Nachrichten, Diskussionen ausbrachen oder mich einfach liebe Menschen gefragt haben, hey, sag mal, was ist denn da los? Hast du was mitbekommen? Von was reden die denn eigentlich? Und ich mir dann auch irgendwie denke, pff, ja, weiß ich gar nicht. Also, was ich immer sehr schwierig finde und ich mir dann aber auch so ein eigenes Bild machen wollte, so manches Video mir versucht habe anzusehen und ich ganz oft mit vielen Fragezeichen aus diesen Videos rausgekommen bin und teilweise auch nur kopfschüttelnd davor stand und mich fragte, sprechen die vom Gleichen wie ich? Ich habe so manches Mecker-Auskotz-Video mit Titeln wie habe ich überhaupt noch Lust? Wer ist eigentlich noch da? Warum kommen keine Kommentare? Warum ist da so ein Wettbewerb? Ich habe gar keine Lust mehr auf Lesen. Was ist denn da eigentlich los? So manches dieser Videos habe ich angeguckt und mir wirklich die Frage gestellt, was mache ich falsch? Weil ich tatsächlich jemand bin, der ja oft erstmal so an sich zweifelt und mir denke, erleben die das Gleiche wie ich? Und ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, nein, es kann nicht sein, weil dann hätten die keine Zweifel und nicht so viele negative Gedanken, weil die habe ich persönlich überhaupt nicht und konnte das auch überhaupt nicht verstehen. Und man kommt dann natürlich mit Menschen, die man lieb gewonnen hat, irgendwie auf dieses Thema und man unterhält sich und fragt sich ja auch, sag mal, wie geht's denn dir damit? Bist du unglücklich? Fehlt dir was? Was fehlt dir? Was fehlt uns? Es hat sich wirklich so viel verändert. Und mit den Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, ist das Thema eigentlich, nee, alles gut, es passt schon. Ne? Also ich meine, dass wir nicht alle zu 100% zufrieden sind. Also ne, das ist so ein Maximum gibt es nicht im Leben. Aber ich habe mich bei manchen wirklich gefragt, warum überhaupt ein Video? Manche von euch werden es wissen, ich habe einen Zweitkanal, Steffis bunte Welt, und ich habe lange Parallelvideos gemacht. Ich war BookTube und ich war Lifestyle. Und irgendwann hatte ich aber auf dieses Lifestyle-Ding keinen Bock mehr. Und ich bin ohne Verabschiedung, ohne Kommentar, ohne Mecker-Video einfach untergetaucht auf Steffis bunte Welt. Es gibt seit Juni, Mai, Juni letzten Jahres kein Video mehr. Es steht nirgendwo, ich mache eine Pause, nichts. Es kamen manche Fragen. Ist natürlich klar, auf Facebook, per E-Mail, hier auf diesem Kanal. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja Steffi, du hast ja einen Zweitkanal, du bist ja irgendwie noch erreichbar, du musst dich nicht abmelden. Ich verstehe aber diese ganzen Gedanken nicht, warum muss ich in jedem meiner Videos erzählen, ich bin so gestresst. Ich habe einen 40-Stunden-Job, ich habe Freunde, ich habe Familie, gut, ich habe jetzt keine Kinder, die machen, glaube ich, noch mehr extra Arbeit, die grenze ich jetzt mal aus.
Ich verbringe Zeit mit Menschen, die ich gerne habe und denke auch, dass mein Leben einfach ein normales Leben ist. Nichts überspektakulär, nichts überstressiges, aber auch nicht so, dass ich 24 Stunden am Tag zu Hause sitze. Und ich könnte auch jede Woche in meiner Bücherwoche drüber jammern, oh, ich hätte gern mehr gelesen, aber ich muss ja arbeiten und oh, und dann muss ich auch noch meinen Haushalt machen und oh, dann musste ich da das machen und den Müll muss ich auch noch rausschaffen und will das jemand hören? Und ich frage mich, wie ich, wenn ich mit so einer Einstellung an die Sache gehe, erwarte, dass mir positives Feedback zurückkommt. Dass mich jemand irgendwie positiv in den Kommentaren aufbaut. Das kann ich doch nicht erwarten. Und das ist so der erste Kreis, der sich für mich immer so verwunderlich ist. Warum muss so öffentlich rumgejammert werden? Wir haben alle unsere Aufgaben, der eine mehr, der andere weniger, der andere einfach was anders. Wie gesagt, es gibt da die Mütter mit zwei Kindern, die ihren Haushalt stemmen müssen und arbeiten gehen. Es gibt die etwas, die halt im Job einfach vielleicht wirklich 40 Stunden eingebunden sind, 50, 60, selbstständig sind, kein Wochenende kennen. Es gibt die Studenten, die neben der Uni auch noch arbeiten gehen. Es gibt unterschiedlichste Lebensphasen und jeder muss da irgendwie durch. Und jeder hat sich das normalerweise ja auch selbst ausgesucht. Und ich verstehe nicht, warum man diese Unzufriedenheit immer in Videos packt, dann immer noch betont, ja, und das Video drehen dauert so lang und lesen muss ich auch noch und geschnitten muss es werden. Und da manche von Zahlen sprechen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich mir denke, oh, nur weil mein Video 4 Stunden rendert, sitze ich ja keine 4 Stunden an diesem PC und gucke dem beim Rendern zu. Also hoffe ich zumindest, dass das keiner tut. Also ich will mich da ja, ne, ich nehme mich da jetzt mal raus, ich tue das nicht. Und ich verstehe dieses ganze Negative einfach nicht. Warum wird da nichts geändert? Interessiert das überhaupt jemanden, wenn man meckert? Klar hat jeder mal tolle Phasen, Hochphasen, Tiefphasen. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Aber ich habe manchmal blöde Wochen, wo ich mir in der Bücherwoche denke, so Steffi, jetzt ist die blöde Woche vorbei, jetzt reiß dich zusammen. Und man merkt mir, denke ich, schon an, wenn ich eine blöde Woche hatte. Ich meine, gab ja auch rückblickend immer mal Videos, in denen es mir nicht so gut ging. Und ich glaube, das merkt man. Das macht einen auch authentisch, denn man ist nicht immer das Strahlemännchen vor der Kamera. Und ich finde auch mal so einfach einen Gedanken in irgendeinem normalen Video ist das überhaupt nicht schlecht. Aber da werden 20, 30, 60 Minuten Videos hochgeladen mit ich möchte aufhören, ich habe keine Zeit, mir ist das alles zu viel, Spaß macht's keinen mehr, Austausch ist eh nicht da und irgendwie, Und das ist sowas, wo ich so wirklich da sitze und denke mir, und was willst du uns jetzt damit sagen? Ich verstehe die Aussage nicht, weil es gibt ja keine Konsequenz daraus. Wenn ich heute sage, ich habe keine Zeit, entweder versuche ich mir durch irgendwo anderes Zeit dafür zu nehmen, wenn mir dieses Hobby, und wir sprechen hier nur von einem Hobby, wichtig ist, oder ich lasse es eben einfach mal gut gehen und mache anstelle 5 Videos die Woche vielleicht mal nur 1. Hab aber dann Spaß an diesem einen Video. Und das ist so, das sind so Gedanken, die mich in diesen Videos so beschäftigen und ich mich frage, mich persönlich interessiert es nicht. Mich persönlich nervt so ein Meckervideo, weil ich dann halt auch meckrig werde, weil ich mich da angesteckt fühle und dann auch selbst zweifle und mir denke, irgendwas läuft da vielleicht tatsächlich verkehrt. Mich aber dann, wenn das Video vorbei ist oder ich es aufhöre, eigentlich denke, nee, eigentlich geht es dir gut. Und ich glaube, dieses Meckern, ja, wir sind eine Gesellschaft von Meckerern, vielleicht will man sich auch Luft machen, vielleicht ist es auch Fishing for Compliments, dass dann eben unten drunter, oh, du Arme oder du Armer, wie auch immer, welches Geschlecht, wer weiß, ich weiß es natürlich nicht. Und ja, da ich auch keinen in meinem näheren Umkreis habe, der zu diesen Meckerern gehört, sage ich mal so, zu diesem Meckervideo-Hochlader, egal in welche Richtung es geht, kann ich da auch keinen mal fragen. Aber wer sich selbst vielleicht jetzt entdeckt, kann ja gerne mal einen Kommentar dazu schreiben. Es kommt dann auch dazu, dass ich mich frage, wenn was keinen Spaß mehr macht, warum man nicht einfach aufhört. Das ist so, wem bin ich denn zu etwas verpflichtet? Also, wisst ihr, das ist so, wo ich mich auch denke, wenn mich das echt alles aufreibt, mein Job, meine Familie, mein Studium und dann auch noch BookTube und ich muss lesen, da frage ich mich, warum lässt man es nicht einfach? Warum nimmt man sich nicht erstmal vielleicht eine Auszeit und kündigt die vielleicht auch noch an und sagt, hey Leute, irgendwie wird mir alles zu viel, ich ziehe mich mal für 2, 3, 4, 5 Wochen zurück und dann gucken wir mal, wie es mir geht. Ich glaube, damit könnte doch jeder erstmal leben und ich glaube, dass manchmal
so eine Pause gar nicht verkehrt ist. Und wenn man sich selbst so unwohl fühlt und selbst so gestresst fühlt und unter Druck gesetzt fühlt, und von etwas wie YouTube kann man doch Abstand nehmen. Und wenn ich heute sage, ich gucke heute mal nicht alle Videos in meiner Abo-Liste, wird auch keiner kommen und schimpfen. Also das ist so dieser Zwang, der sowohl das Lesen angeht, wie das Video hochladen, das Video anschauen und keine Ahnung. Das fühlt sich bei manchen so gezwängt an. Und genau, wenn es sich für mich gezwängt anfühlt, dann habe ich keine Lust mehr. Also ich bin auch jemand, der, wenn 1, 2, 3 Videos von einem YouTuber irgendwie mich irgendwie nerven, ich merke, ich fühle mich am Ende gestresst oder genervt oder bemeckert, dann bin ich auch jemand, der einfach deabonnieren drückt. Oder einfach auch mal eine Woche keins mehr dieser Videos anguckt und vielleicht hofft, so in 2, 3 Wochen geht es dem, der irgendwie wieder besser und dann wieder reinguckt und auch nochmal eine Chance gibt. Aber wenn, dann ist es so. Und so ist es bestimmt auch umgekehrt. Also ich glaube, das ist halt einfach so der Kreislauf. Manchmal verändert man sich auch einfach, dass dann einfach man sagt, oh, ich fand den die früher super, heute mag ich es irgendwie nicht mehr. Ich mag den Lesegeschmack nicht mehr, die Videos, die hochgeladen, keine Ahnung. Gibt ja genügend Gründe. Oder der Mensch hat sich irgendwie so verändert und irgendwie passt mir das nicht. Und bah, ne? Ich meine, das Internet ist ja groß. Und das Schöne ist ja an YouTube und auch an BookTube, es wächst. Und es gibt für jeden irgendwie etwas. Und es findet auch jeder einen BookTuber, den er gerne guckt. Und ich frage mich einfach, warum dann nicht eine Pause gemacht wird, warum man nicht mal in sich geht, warum man sich nicht Gedanken macht oder es auch einfach verändert. Wenn mir das, was ich tue, nicht mehr gefällt, warum mache ich dann nicht was anderes draus? Wenn ich heute keinen Bock mehr auf Lesen habe, sondern lieber, gutes Beispiel, bastle zum Beispiel, warum kann ich nicht auch einfach mal Bastelvideos hochladen? Ich finde, das ist so eine geniale Mischung, die manche BookTuber hier durchleben, dass einfach alles so ein bisschen auf dem Kanal ist. Und man muss das ja auch nicht trennen. Also es gibt ja genügend ganz positive Beispiele, die auch mal einen DM-Haul hochladen oder die ihr Bullet Journal zeigen oder etwas basteln mit uns oder verschiedenste Unboxings von irgendwelchen Lebensmittelboxen zeigen. Warum kann man das nicht einfach machen? Wenn einem danach ist, dann ist es mein Kanal und auf dem mache ich, was ich will. Und klar kann man jetzt sagen, irgendwie sind wir BookTuber, aber es hat doch keiner eine Tätowierung auf der Stirn, wo da steht. Und wer dann keinen Bock hat von den Zuschauern, sich dieses Video anzugucken, ja, der wartet halt aufs nächste Büchervideo. Und wenn von 10 Videos im Monat nur 3 Büchervideos sind, dann ist der auch über die 3 glücklich. Also, das sind so meine Gedanken, die ich mich immer frage, wenn das, was ich mache, und wir reden ja hier nicht von einem Beruf oder, ne, wir reden ja von etwas in unserer Freizeit, von etwas, das wir eigentlich mit Leidenschaft machen müssten. Und nur wenn ich leidenschaftlich dabei bin, dann kann ich ja das Feuer nur in einem anderen entfachen. Ein wunderbares Zitat, wie ich finde. Und so ist es. Man spürt bei manchen, da ist kein Feuer mehr, keine Leidenschaft mehr, kein Spaß mehr. Und das merkt man in Videos an und dann denkt man sich auch, oh, irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust mehr auf Lesen. Und also, ich finde das ganz schwierig und mich persönlich stört das auch. Und ich denke mir, aber Steffi, dafür macht dir selbst doch BookTube so viel Spaß. Ich lese für mein Leben gerne. Ich habe schon immer unglaublich gerne gelesen und ich lese nach wie vor, gibt es keinen Tag, an dem ich nicht lese. Außer ich liege wirklich mit 40 Grad Fieber flach. Da habe ich dann aber zum Beispiel Hörbuch gehört, ne? Also ich bin eine absolute Leseratte und es wird auch mal Phasen geben, wo ich nicht so viel lese oder nicht so gerne lese oder lieber mal eine Serie gucke oder keine Ahnung, irgendwas anderes sich finden wird und wo man sich denkt, na, dann mache ich das, dann gibt's halt mal nur ein Video die Woche und keine 3 oder wie auch immer, ne? Versteht ihr, wie ich das meine? Und das sind so Gedanken, die mir da einfach so durch den Kopf gehen, denn ich lese gerne, ich mache gerne Videos, ich tausche mich gerne unter meinen Videos aus, ich tausche mich gerne unter Videos anderer aus, die ich gerne gucke und mir bedeutet BookTube einfach, ist für mich viel, viel mehr als nur Video machen. Für mich sind da wunderbare Freundschaften entstanden. Ich habe Menschen kennen und lieben gelernt und das ist so, was mir BookTube gegeben hat. Und einen wunderbaren Austausch mit Menschen, die ich sonst nicht getroffen hätte. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, alle, die wissen, wem ich meine, die fühlen sich hoffentlich angesprochen. Aber es gibt so wunderbare Menschen da draußen und dann muss man gar nicht sich über Kommentare unterhalten, sondern da tauscht man sich über andere Wege aus. Egal, ob es dann Facebook ist, ein privates Hangout ist, WhatsApp ist, meinetwegen auch noch E-Mails. Mit manchen Zuschauern habe ich einen relativ regelmäßigen E-Mail-Austausch, wo ich denke, das ist so toll. Oder Instagram. Auch da gibt es Menschen, mit denen man immer mal wieder einfach ins Gespräch kommt. Dann gibt es eben auch die Menschen, aus denen Freundschaft entstanden ist. Und man,
ich finde, man muss das auch einfach schätzen, was man hat. Und natürlich könnte man da jetzt noch 1000 Träume haben, Wünsche, Vorstellungen, aber wir sind hier doch irgendwie bei einem Hobby, bei einer Leidenschaft, bei etwas, das Spaß macht. Und ich liebe es, meine Kamera aufzubauen, meine Softbox aufzubauen, die Bücher zusammenzupacken, mir Gedanken darüber zu machen, was will ich erzählen, dann das Video zu drehen, das Video zu schneiden, hochzuladen und dann die ersten Kommentare zu lesen oder eben die Nachrichten, die privat eintauchen und einfach man sich dann wieder darüber austauscht, über die Neuzugänge, über was gelesen wurde und hey, du fandest das Buch cool oder das nicht so gut und dann ist man schon im Gespräch und dieser Austausch, das ist doch so wichtig und so toll. Und ich habe halt oftmals das Gefühl, dass die Menschen, die sich beschweren, dass sie keinen Austausch haben, eben selbst sich nicht austauschen. Ich, wenn nirgendwo hingehe und vielleicht mal kommentiere und mich vielleicht aufmerksam mache und sage, hey, ich habe da einen neuen Booktuber entdeckt, bei dem kommentiere ich jetzt, bei dem gucke ich mir Videos an, mit dem komme ich in den Austausch und schon ist man im Gespräch und schon wird aus dem Monolog ein Dialog. Und wenn das gut läuft, ja, dann werden Nummern getauscht, dann wird über Facebook sich unterhalten, dann macht man Hangouts zusammen, Projekte zusammen, liest zusammen. Das ist alles so entstanden durch dem, dass man sich ausgetauscht hat. Es gehört aber halt auch dazu, dass man manchmal den ersten Schritt macht und dran bleibt und nicht nach einem Kommentar sagt, oh, der hat sich nicht gemeldet, den deabonniere ich wieder. Also ich, oh, das ist manchmal, finde ich das so anstrengend, wenn da andere jammern und meckern, anstelle was zu verändern. Und man kann doch nur an sich selbst Dinge verändern. Und ich habe das in meinem Leben jetzt auf ganz harte Tour erfahren, dass ich andere Menschen nicht verändern kann, sondern nur mich und meine Umgebung. Und wenn ich keinen Spaß mehr an der Sache habe, dann lasse ich's. Dann suche ich mir ein anderes. Und wenn man dann lieber über Serien redet oder übers Kochen, übers Backen, übers Basteln, über Schuhe, ganz egal. Ich finde, wenn man dafür dann brennt, dann brennen doch die Zuschauer mit. Und dann, ja, dann sind wir bei Brennen. Kurzer Gruß an Thorsten. Nur dann kann ich doch begeistern, nur dann kann ich mitreißen und nur dann macht es doch auch den Zuschauern Spaß, für die wir das ja trotzdem letztendlich irgendwie tun. Also wir tun das natürlich für uns, aber natürlich auch für alle da draußen, die uns gerne zugucken, die gerne sich mit uns austauschen. Und wären wir wirklich allein auf dieser Welt und stünde da nur ein Zuschauer, huch, Katze, und das wären wir selbst, ich meine, dann würde das ja keiner machen. Und natürlich gibt es auch Oberflächlichkeiten auf YouTube, auf BookTube, wie auch immer. Es gibt Menschen, die Bücher nur kaufen, weil das Cover cool aussieht, die kein Buch gefühlt im Monat lesen, aber 100 Neuzugänge haben, die damit aber auch Menschen begeistern. Und dann ist das doch auch in Ordnung. Für mich selbst nicht. Also, wie gesagt, wenn mir irgendwas nicht gefällt, wenn mir ein Kanal nicht mehr gefällt, dann wird er deabonniert. Dann ist das auch in Ordnung, dann ist es so. Dann nimmt man Abschied voneinander und alles ist gut. Und es hat ja auch nichts mit irgendwelcher, ich mag die Person nicht zu tun, sondern eben einfach nur den Content nicht. Und es gibt unglaublich vielen Content auf YouTube, den ich nicht mag. Pranks und My Husband Make My Voiceover und was es da alles gibt. Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren und Kanäle, die ich nie abonnieren groß würde. Und wo ich mir einfach nur denke, ach, was es da alles gibt in den Trends. Und so ist es eben auch auf BookTube. Und es gibt im Grunde schon eine Trennung von BookTube zu ReTube. Also die, denen es nur um das Buch geht, um das Cover, um den Schnitt, um wie schön es im Regal aussieht. Und dann gibt es eben auch die, da kommt es auf die inneren Werte an. Und wenn ich eben jemanden habe, der von einem ReTuber zu einem BookTuber wird, dann ist der relativ schnell aus der Abo-Liste raus. Weil ich bin kein Freund von Oberflächlichkeiten, halte mich auch selbst überhaupt nicht für oberflächlich. Und natürlich stehen auch in meinem Regal Bücher, die schön aussehen. Und es gibt bestimmt auch das ein oder andere Buch, das ein Coverkauf war. Davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Wir tragen auch gerne mal High Heels, die optisch super schön sind, aber total unbequem sind, um jetzt so mal ein Beispiel zu bringen, wie ich das meine. Aber es gibt eben auch die, die genauso sind wie ich, denen es um das Innere eines Buches geht, die wunderbar über den Inhalt sprechen können, die ganz leidenschaftlich die Geschichte erzählen, die einen so anstecken, dass man das Buch direkt gleich danach lesen möchte. Und ich habe unglaublich viele Bücher durch BookTube entdeckt, sei es jetzt ganz aktuell Terror,
Das sind wir alle angefixt worden und von nur einem Booktuber, sei es Red Rising, genau dasselbe. Und es gibt unzählige Bücher, die ich nur gelesen habe, weil irgendwer so begeistert mit Leidenschaft dabei war, über den Inhalt zu sprechen und was er dabei empfunden hat, dass ich dieses Gefühl auch haben wollte. Das ist schon fast wie eine Droge, die verkauft wird. Mensch, der hat das und das empfunden und das ging ihm durch den Kopf, das will ich auch. Und schon ist man doch Feuer und Flamme und man ist dabei. Und solche Readtuber konsumiere ich. Booktuber eher weniger bis gar nicht und wozu auch, ne? Und so, nicht, dass jetzt ein Booktuber sozusagen keine Berechtigung hätte. Nein, es gibt auch genügend Menschen, die das toll finden, wenn da ein schönes Cover nach dem anderen gezeigt wird, immer das gleiche Buch als tolles Buch in irgendwelchen Text gezeigt wird. Irgendwie mein Gefühl, das Gefühl hat, der kennt nur 10 Bücher und zeigt die immer wieder in die Kamera, liest aber keine Ahnung wie viel im Monat, aber es sind immer die gleichen Bücher. Das ist doch in Ordnung. Da gibt es Menschen, die finden das toll, die feiern das, die sollen das auch feiern, denn da haben die eben den Nerv getroffen, da haben die jemanden anderen gefunden, bei dem sie Feuer entfachen. Bei mir ist das Feuer da eher erloschen, um halt mal bei dieser Brennfantasie sozusagen zu sein. Ich weiß, es klingt heute gerade sehr nach diesem komischen Jugendbuch. Ich fürchte mich nicht. Hat sie ja auch gebrannt und ist zersplittert vor Gefühl. Ja, so fühle ich mich gerade auch. Ich zersplittere. Aber es ist tatsächlich gut, sich das mal so von der Seele zu reden und das einfach mal rauszulassen. Und ja, dementsprechend, ich bin ein Readtuber und schaue auch gerne Readtuber. Das muss aber doch jeder für sich selbst einfach entscheiden. Und ich, und das ist vielleicht so der Abschluss, liebe halt einfach am Booktube zum einen durch die Menschen, die ich getroffen habe, die hinter der Kamera sind. Ich finde, man liest als Booktuber viel intensiver Bücher, zumindest geht es mir so. Ich nehme viel mehr mit, ich mache mir viel mehr Gedanken um dieses Buch. Ich gerade auch dieses gemeinsame Lesen, was das letzte Jahr wirklich sehr rege passiert ist, dass man da einfach kapitelweise oder eben leseabschnittsweise darüber diskutiert, darüber spricht, ne, und sich austauscht. Das gibt einem so viel. Oder man sich wunderbare Zitate irgendwie per WhatsApp schickt. Ach, schau mal, ich bin hier und hier und oh, das klang so toll. Oder einfach die Bilder, die man vor Augen hatte. Dann natürlich auch, dass man tolle Bücher entdeckt. Egal ob bei einer Rezension, bei einem Monatsrückblick, bei einem Neuzugänge-Video, bei einer Want-to-Read-Liste. Man entdeckt spannende Bücher. Und wenn es ganz blöd läuft, na, dann wächst natürlich die Wunschliste. Und wenn es noch blöder läuft, wächst natürlich der Sub. Aber über dieses Thema diskutieren wir, denke ich, jetzt einfach mal nicht. Und es sind ja nicht nur Bücher, denn die Menschen sind natürlich nicht nur Booktuber und lesen nicht nur, sondern da gibt es auch Serien, die man entdeckt hat, Filme, die man entdeckt hat, vielleicht sogar irgendein Computerspiel, was man cool findet oder irgendeine Internetseite oder Produkte, die man entdeckt hat oder irgendwas, was einen irgendwie mitgenommen hat, was einen bereichert, was einen strahlen lässt und von innen brennen lässt und um es einfach nochmal zu sagen, weil es gerade so schön ist. Und ich finde halt auch, wenn einem was nicht gefällt an diesen gängigen Formaten, die es vielleicht gibt, dann entdecke neue, dann mach was Neues draus. Ich fand es damals unglaublich nervig, zum Beispiel Rezensionen zu drehen. Aus Einzelrezensionen wurden 2-in-1-Rezensionen. Aus 2-in-1-Rezensionen ist irgendwann die Bücherwoche entstanden, weil ich gesagt habe, ich lese 2 bis 3 Bücher die Woche. Ist nur so ein Durchschnitt. Und ich müsste ja fast täglich ein Video hochladen. Wenn ich 3 Rezensionen die Woche rechne, dann möchte ich vielleicht nochmal über irgendeine Buchverfilmung sprechen. Ich habe einen Tag, ich mache einen Vlog. Es gibt ja dann noch den Monatsrückblick. Es gibt, was kommt nächsten Monat für Bücher raus? Was habe ich für Neuzugänge? Ich habe eine Rebuy-Bestellung, was auch immer. Es kämen ja nur noch Videos. Und so ist ja bei mir zum Beispiel die Bücherwoche entstanden. Weil mir einfach die gängigen Formate nicht so gefallen haben, dann mache ich eine Bücherwoche. Ich setze mich hin, spreche über meine gelesenen Bücher und alle anderen Dinge, die ich die Woche gemacht habe. Es machen andere Weekly-Vlogs. Die nehmen uns jeden Tag mit, was sie erlebt haben, was sie gerade lesen, wie sie es gerade empfinden. Wenn einem die normale Rezension vielleicht nicht zusagt, dann denkt euch was aus, macht was anderes, werdet beweglicher, flexibler, nehmt die Leute mit auf euren Weg. Es passt irgendwas mit der Monatsrückblicken nicht, wie andere sie machen, dann mach was anderes. Ich habe damals angefangen, habe zu jedem Buch kleine Clips gedreht, habe das fast ein Jahr gemacht und dann aber irgendwie gemerkt, es passt jetzt nicht mehr so zu mir. Ich erzähle gefühlt irgendwie immer das Gleiche, einmal in der Bücherwoche, einmal im Monatsrückblick. Dann machst du einen anderen Monatsrückblick. Jetzt mixe ich meinen Monatsrückblick. Ich habe Bücher drin, ich habe Highlight Music, ich habe irgendwie ab und an mal irgendwie was Kosmetisches, ich habe Filme, ich habe Serien, ich habe Dinge, die ich erlebt habe, da eingepackt und mache jetzt meinen eigenen Monatsrückblick. Natürlich ist das jetzt nichts,
auf das nicht auch jemand anders gekommen ist. Also, ne, das ist aber, für mich fühlt es sich jetzt einfach richtig an. Oder, ne, und auch so einen Vlog. Für mich fühlt sich das jetzt richtig an, einfach mal meine Gedanken rauszulassen, darüber zu sprechen. Und vielleicht bin ich jetzt kein Deut besser als all die, die rumgemeckert haben. Aber ich finde, das hier ist kein Mecker-Video, sondern eher ein Anti-Mecker-Video. Denn ich möchte, dass wir Spaß haben hier auf BookTube. Ich möchte, dass wir strahlen. Ich möchte, dass wir leidenschaftlich sind. Ich möchte, dass wir Spaß am Lesen haben oder an all den anderen Dingen, die dieses Leben bietet. Und ich finde, das kann man teilen. Und ich finde, man muss das auch einfach teilen. Ich finde, Freude gehört immer geteilt. Denn Glück ist ja das, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ne? Und ich finde, dass man muss doch einfach... Man sollte, nicht muss. Man sollte positiv mit den Dingen umgehen, die man frei gestalten kann. Und YouTube ist ein Hobby. Und es kann jeder damit machen, was er möchte. Und ich möchte keine Leute sehen, die sich zwingen zu lesen, die sich zwingen, Videos zu drehen, die gezwungen irgendwie einen komischen Kommentar abgeben, nur Hauptsache ich war da. Das ist alles so. Das ist nicht, das fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an. Und das, und ich möchte nicht, dass ich... jeder auf BookTube da irgendwie ein Beispiel nimmt und in diese Richtung geht. Und ich möchte, dass es so ist, wie es mir gefällt. Und da passt jetzt Pippis Lied, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Denn wir alle haben die Möglichkeit, jemanden zu abonnieren und auch zu deabonnieren. Und wenn mir was nicht passt, dann schaltet man aus. Und wenn jemand keinen Bock auf meine Videos hat, feel free to deabonnieren, ne? Also das ist, da habe ich auch kein Böses, muss sich auch keiner groß und breit bei mir verabschieden. Es muss auch keine Begründung kommen, mir ist das vollkommen egal. Wer da ist, ist herzlich eingeladen, Spaß und Freude auf diesem Kanal zu haben. Und wer halt keinen Spaß und keine Freude an meinem Getue hat, aber so bin ich, die meiste Zeit am Tag, ja, da würde ich jetzt persönlich sagen, da ist vorne ist die Tür, dann weg. Dann guckt euch was anderes an, ne? Ich bin, wie ich bin und jeder von uns ist, wie er ist, keine Frage. Aber man muss auch einfach mal darüber nachdenken, für wen man das macht, wie man das macht und warum man das macht. Und vielleicht besinnt man sich da einfach mal wieder auf das, wie es ja früher war und früher war es besser. Ich bezweifle, dass das so war, aber vielleicht findet man einfach wieder zu seiner Mitte und ist dann einfach mit dem glücklich und zufrieden, was man hat. Und merkt, dass ohne Zwang und wenn ich mache, was ich will und das ist mein Kanal, dann mache ich, was ich will, dass es mir da einfach besser geht. Und wenn ich keinen Bock mehr auf Lifestyle habe, dann liegt der Lifestyle-Kanal eben einfach brach. Dann bin ich einfach nur Booktuberin und glücklich damit. Fühle mich nicht schizophren, weil ich heute die bin und morgen die bin. Fühle mich nicht irgendwie merkwürdig, weil ich denke, oh, jetzt hier geht es nur um Bücher, da geht's wieder um, da kann ich nicht über Bücher sprechen. Wo gehört jetzt eine Buchverfilmung hin? Ja, solche irren Gedanken hatte ich und damit war einfach Schluss. Und ich mache, was ich will und ich empfehle jeden da draußen, der irgendwie komische Gedanken hat, macht, was ihr wollt, zu was ihr Spaß habt, Lust habt. Und wenn es darauf hinausläuft, dass ihr mal eine Pause macht oder eine Auszeit nehmt oder gar aufhört mit YouTube, dann macht das. Dann ist das eben in dem Leben einfach so. Und ich finde persönlich, es gibt auch ein Leben nach BookTube. Es gab es ja schließlich auch davor. Und man ist ja auch keinen Vertrag irgendwie mit Zuschauern oder YouTube eingegangen, dass man verpflichtet ist, 10 Sendungen im Monat zu machen, ne? Aber macht, was ihr wollt. Und ich mache auch, was ich will. Und ja. So, das war jetzt der Vlog. Ich hoffe, dass meine Gedanken ansatzweise verständlich waren und ich das so rübergebracht habe, wie ich es gemeint habe. Und es darf sich jetzt gerne jeder auf den Schlips getreten fühlen, der sich dazu fühlt. Das kann ich eh nicht verhindern. Es waren jetzt einfach mal meine Gedanken, was mir im Kopf umhergeht, was mir auf dem Herzen lag. Und ich einfach möchte, dass wir alle, wie wir hier sind, Spaß haben, Lust haben, das zu machen und das mit Leidenschaft machen. Und jeder, der irgendwie sagt, oh nee, irgendwie brennt es in mir nicht mehr, der sollte sich was anderes suchen, was brennt. Also irgendwas anderes. Oder einfach mal, ja, einfach mal das Feuer ausmachen und irgendwo anders dann wieder entzünden. Und dann läuft es wieder. Und einfach mit Spaß und Freude hier rangehen. Und dass wir ja nicht nur dahinter sitzen, sondern wir sind ja auch Zuschauer. Und es gibt ja genügend, die auch, ich sag mal, nur Zuschauer sind, die gar nicht wissen, von was mancher da spricht und vielleicht das auch gar nicht interessiert und sagt, hey, ich will, dass du über Bücher redest oder über was, egal. Aber
erzähl mir nicht ständig, wie schlecht alles ist. Weil da brauche ich nur die Nachrichten anmachen. Da habe ich den größten Scheiß zu... Habe ich den größten Mist, den ich irgendwie sehen kann, wenn ich die Nachrichten anmache. Und das brauchen wir doch hier eigentlich nicht. Hier sind wir, um Spaß zu haben. Und ja, ich denke, das ist jetzt auch so das Motto des Vlogs. Hierher gekommen, um Spaß, da gab es ja nicht mein Lied. Wir sind gekommen, um... Ich weiß gar nicht mehr, da komme ich gerade nicht drauf. Ich bin auch ganz schlecht im Singen. Dementsprechend, ja, würden mich jetzt einfach mal eure Gedanken interessieren. Gerne auch konstruktiv, kritisch. Ich bin da absolut frei, wie ihr das möchtet, solange ihr nett und höflich bleibt. Und irgendwie, wie gesagt, konstruktiv könnt ihr auch gerne Kritik äußern. Da bin ich die Letzte, die was dagegen hat. Und würde mich wirklich über einen regen Austausch freuen. Hier unter den Videos, unter dem Video in den Kommentaren. Und ja, einfach mal gucken, was alle anderen da draußen so denken. Und ja, das war es jetzt einfach mal von mir. Wie gesagt, geht in die Kommentare und hinterlasst irgendwas Nettes, Konstruktives, wenn es geht. Und ja, dann auf dass wir weiterhin viel, viel Spaß auf ReadTube haben und unser Feuer entfachen können, weil wir voller Leidenschaft brennen. Und ja, das war jetzt mein Wort am Donnerstag sozusagen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.